Hallihallöchen, Leulings, und herzlich willkommen hier heute zu der nächsten Aufnahme. Ja, geht hier heute Schlag auf Schlag alles. Und zwar, wir haben heute was vor. Ich sag wir, weil ich habe hier im Skype noch einen Gast. Der ist jetzt gerade nicht zu hören, aber ja, ihr könnt euch gerade vorstellen, er hat gerade Hallo gesagt. Und zwar, wir werden jetzt live in die Feuergipfel springen. Ich wähle die mittlere Burg. Bist du auch soweit? Dann einmal auf Auswahl bestätigen. Burg freischalten und wir springen in den Süden. Bevor du aufs Häkchen klickst, sagst du Bescheid. Bist du soweit? 3, also auf 3, 2, 1 springen wir, okay? 3, 2, 1. So, ich habe meine Koordinaten schon. Nennen sie mal, gib sie mal durch, bitte. Ja? Ich habe 872, 1006. Also wir sind relativ dicht beieinander. Ich nenne meine Burg Feuerland. Und ab geht's. So, jetzt die Preisfrage. Wir sind mitten auf der Karte gelandet. Na super. Dann gucken wir gleich mal. Du bist... Ach du Scheiße. Du bist zwar halt von mir weg. So, Fürst Wilhelm sagt, die Feuergipfel. Vor euch seht ihr die berüchtigten Feuergipfel. In dieser lebensfeindlichen Umgebung hausen die Drachenkultisten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die sagenumwobenen Drachen wieder zurück in unsere Welt zu holen. Seid vorsichtig in dieser Gegend. Die Vulkane sind noch aktiv und es kommt regelmäßig zu Erdbeben und aufklappenden Felsspalten. Weiter. Quest erfüllt, die Feuergipfel. Ich hoffe, ihr habt genügend Arbeit damit genommen. Bei der vielen Lava dürfte der Verschleiß recht hoch ausfallen. Das ist mir auch bewusst. So. Also. Der ist 200 Klicks von mir weg. Das bedeutet aber immerhin noch dichter als im Sand. Und neue Nachricht. Dorfältester Einer sagt. Zerstörte Heimat. Wir sind ruiniert. Die Kultisten kamen in unser Dorf und haben uns alles genommen, was wir hatten. Danach haben sie unsere Zelte niedergerissen und uns zum Verhungern zurückgelassen. Bitte helft uns mal wieder auch bei unserer Unterkünfte. Wir werden uns auch ganz sicher als nützliche Nachbarn erweisen. Weiter, Dorf, zerstörte Heimat, Dorf auf Stufe 1. So, Leute. Wir sind im Feuer. Und erstmal Tradition. Es hat nicht ganz so geklappt. Wir wollten eigentlich an den Karten ranspringen, aber man kann ja nicht alles haben. Also, ja, müssen wir zusehen, dass wir uns unsere Dörfer irgendwie holen. Ja. So, dann gucken wir gleich mal. Ich kann natürlich gleich direkt bauen, weil ich was machen werde. Erstmal meine Burg aufräumen. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt im Feuer, damit sind wir jetzt in der letzten Welt. Eigentlich müsste sich jetzt auch meine Karte verändert haben. Ja, Drachenkult. Jetzt haben wir hier schon extra was. Zwielichte Kultisten versuchen die Drachen zu kontrollieren. Besiegt sie und ihre Brut, um die Bedrohung eurer Heimat im Keim zu ersticken. Ja. Mein Kumpel ist hier schon am rumheulen, weil es halt nicht so geklappt hat. Herrgott, es kann passieren. Ja, ich auch. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, aber genau am anderen Ende der Karte. So, ich guck mal. Wie weit bin ich denn hier vom Rand weg? Hier ist auf jeden Fall ein Drachenturm genau 15 Klicks von mir weg. Das finde ich schon mal gut. Hier sind sogar zwei Drachentürme. Die Rebels und die Aktiven sind hier alle bei mir. Auf meiner Gegend. So, wie viel habe ich jetzt? Jawohl, ich habe Allianzmitglieder gefunden. Nö, 48. 48. So, jetzt gucken wir mal. Was? Die GOS, ja. Ich habe die Veteranen. Hier auf meiner Ecke. Ich habe hier Reule auf meiner Ecke. Ist nicht gut.
Ach. Ich bin die Main, du weißt es doch genau. Weiß ich. Ja. Ich habe hier Ross halt. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Suchen, so nach links und rechts schauend, wie das denn aussieht mit der Karte. Vielleicht haben wir ja Glück und sind doch irgendwie am Rand gelandet, aber es sieht nicht so aus. Ich habe Olli. Olli hat hier einen RSD bei mir. Ah, aber hier ist noch relativ viel frei. Hier wird noch was ploppen. Nächster Zeit. Ich meine so an zu zwischendurch sind relativ... Ja. Gut. Dann zurück zur Burg. Da wollen wir gleich mal einen Schlag reinhauen. Denn ihr wisst, die Erstis lassen sich nicht lange auf sich warten. Also... Was habe ich für eine Lagerkapazität? 23.000. Geht so nicht. Ja, sowas habe ich auch. So. Kannst ja schon mal über meine Burg gehen. Ich baue hier gerade schon fleißig. Ist doch gut. Na, die Wurzeln sind nicht so gut, aber... Wir haben genug. Ja, geh mal über meine Burg rüber. Ja, geh mal rüber zu meiner Burg. Achso, ja, da war ja was. Wieso frisst du einen Besen? Ja. Das ist so. Nein, das müsste sich gleich bei dir erweitern. Ich habe ihn ja gleich ausgebaut gerade. Nein, also gleich fertig geklickt. Mir gehen die Resis aus. Hier, ach. Ah, es ist hier fleißig am fertig am Klicken. Richtig schön sehen, wie die Burg sich gleich hochklickt. Ja, warte, man muss gewappnet sein. Hier kommen demnächst die ersten SDs. Das Lager steht schon. Ja, hat leider nicht geklappt. Mal sehen. Ich habe ja noch eine Burg, bei der ich es versuchen kann, am Rand zu ploppen. Auf Inter 1 und ansonsten. Ja. Arschkarte dann. Weil die Musik passt gerade.
Dum, 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 dum. Und du hörst es ja im Video, weil demnächst welche Musik da. Ach, Herrgott, passiert. Hat meine Chefin ja gleich gesagt, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird. Das ist genauso günstig wie immer. Gut, dann schreibe ich mal kurz meiner Chefin. Macht nix. Dann heißt es jetzt erstmal aufbauen und zusehen, dass man an ESDs kommt. Obwohl hier ist relativ viel Platz rechts und links von mir. Da könnten noch zwischendurch so welche ploppen. Genug. Sieht ähnlich aus bei dir wie bei mir. Außerdem denk dran, 10 Nahrungs-ESDs reichen erstmal. Scheiß auf Rohstoff-ESDs, das Ganze hier eh nicht gebrauchen. So, jetzt haben wir hier erstmal, das ist im Sturm. Ja. Habe ich auch gerade so überlegt, im Stillen. So, Moment, da fehlt doch was. Und er dann so, Stallung. Ich sag, ah. Ach so. Ja, mir fehlen auch gut und gerne. 1200. Aber ich könnte sofort einen Wachturm, eine Feuerwache oder sonst was hinklatschen. So. Ich muss mal kurz was in den Chat schreiben. Moment, dann mache ich es gleich so, dass ich das komplette Bildschirm wegscreenen kann. Egal, also eigentlich Mühle, ja. Du bringst mich auf Ideen, die ich gerade alle gar nicht komplett übersehe. Ja, ist ja überhaupt nicht wichtig. Ich hab keine Resis mehr. Ich habe jetzt schon alles weggeballert. Ich würde es erstmal noch nicht machen. So, ich habe gar keine Resis mehr. Aber ich lasse mir ja gerade von Rechern was zuschicken. Ja, was? Dafür sind wir jetzt in unterschiedlichen Allis. Ich lasse mir schon zuballern. Da kommt schon was für mich. Von Feuergruft? Der ist Feuergruft. Hot, hot.
Hotdog ist auch nur 400 von mir weg. Meine Ali ist gar nicht so weit weg von mir, das geht. Halt meine erste ist wieder überall verteilt auf der Karte. So, wo ist denn mein Kultistenturm? Genau links neben mir, das lobe ich mir. Und genau neben mir ist ein RSD von den Celtics. Ich hasse es! Wenn die angreifen, Alter, habe ich keine Vorwarnzeit. Ja, Leute, die Aufnahme geht 15 Minuten. Ihr seht schon, ups. Wir lassen uns jetzt versorgen. Und, ja komm, wir nutzen die Chance gleich mal. Ich gucke gleich einmal auf in der 1 einmal rein. Dann haben wir das auch abgehalten. Dann haben wir gleich schon wieder für die nächsten 2 Wochen Ruhe. So, da sind wir. Und gucken wir mal die Nachrichten rein. Ich gucke heute auch gerade das erste Mal rein. Überfall Sieg. Vor 15 Minuten. Also tut's die Offline-Einstellung, ja? Yo, easy. Gut, die Offline-Einstellung tut's. Mein Kumpel ist übrigens immer noch da, aber ihr hört ihn einfach nicht. So. Ja, ich habe jetzt keinen Bock gehabt, das Ganze umzustellen, weil dann müsste ich die Musik und das alles hier anpassen. So. Dann schauen wir mal. Ich könnte hier im Grün, habe ich noch ein bisschen Nahrungsminus, ist aber nicht weiter schlimm. Wie sieht es denn im Eis aus? Wir müssen ja hier langsam mal leveln. Wir müssen ja zusehen, dass wir hier 70 werden. Köhlereien, was soll ich denn machen? Habt Erbarmen, das Dorf auf Stufe 2 bringt mit 300 XP. Beginnt die Eroberung, bringt noch 180 XP. Zeit für Aufschwung 140. Und Rastner ist Rossen 70. Also erstmal das Dorf. Das Dorf im Dings ist sowieso am wichtigsten. Das Dorf im Eis muss man sowieso auf 4, auf 3 wenigstens ausbauen. Alle anderen reichen nachher auf 1. Ich auch nicht. Na hier. Muss doch mal an Skype gucken. So, hier seht ihr schon, da bin ich ein bisschen am Ausbauen. Wo ist denn jetzt hier? Da. Wir haben ja gerade Beschleuniger bekommen, oder? Haben wir nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ja, warum hier nicht? Ich habe in der Allianz dies mindestens genauso aktiv. Oh, dann war es das hier auch schon wieder mit dem Ausbauen. Im Eis war es das auch gleich. Jo. Und in der HB, was können wir in der HB machen? Nischt. Gut, dann war es das hier. Dann war es das mit dieser Folge. Ich bekomme mir locker RSDs zugeschickt und ich werde ab und zu mal machen und dann, ja, im Feuer. Scheiße, ja, guck mal, weißt du gerade, RSDs kann man nicht verschicken. Nein, ich bekomme Resis zugeschickt. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.